Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier aus der Nähe von Weitersburg. Und hier ist auch einiges los. Guck mal, schön. Zwei Dampfloks. Hier dieser Zug noch. Ja, das ist doch mal nett für einen Anfang. Wir müssen jetzt aber hier aus Weitersburg leider wieder weichen, denn wir müssen zurück nach Wettringen. Denn da gab es einen Vorschlag, wie wir die Schnellzüge schneller durchkriegen. Eigentlich nicht mal etwas besonders... wo haben wir denn Wettringen? Hier unten. Nicht mal etwas besonders, wie soll ich sagen, spektakuläres, sondern eigentlich ganz einfach. Und etwas ganz Einfaches, was bei mir noch eine Frage aufwirft. Nämlich, wir machen hier mal die Linien rein. Jetzt guck mal. Eben, das hier ist die Schnellzuglinie. Die haben wir jetzt hier durchgeleitet. Das weiß ich noch. Das war genau der Grundgedanke. Zuerst automatisch verlief diese Linie hier durch. Aus irgendeinem Grund wollte ich das nicht jetzt. Ja, warum? Was hat mich da geritten? Denn dieses fünfte Gleis wird ja nur von dieser gelben Linie hier benutzt. Das war auch der Kommentar. Dankeschön dafür. Ja, wir ändern das wieder so, dass die Schnellzuglinie hier dieses Gleis benutzt, was nur von der gelben Linie benutzt wird. Denn dann wird sie wesentlich weniger gestört, wie hier durch Dampfloks und weiß der Kuckuck, was hier noch alles durch will. Die ganzen Triebwagen und. Wir haben es ja gesehen. Das war ja eine ewige Wartezeit. Also müssen wir jetzt mal die Schnellzuglinie haben. Das war die Nummer. Wir machen das mal anders, dann finde ich es gleich sichtbar. Die hier, die 144. Okay, bitte aufrufen. Ja, heute noch. Wenn das irgendwie machbar wäre. Was man hier eins auf Linien wartet, da könnte man glatt neue Strecken bauen. So, also. Hier haben wir einiges an Wegpunkten drin, damit wir eben die Linie hier durchbekommen haben. Da hätten wir mal Wegpunkt Wettringen 7. Wo haben wir das denn? Ne, Wettringen 5. Hier. Wir entfernen das mal. Aha, okay, jetzt hätten wir es zweigleisig. Wie geht das denn? Dass ein Zug zwei Bahngleise anläuft in einem Bahnhof. Ach ja, gut, okay. Wenn man Wegpunkte benutzt, kann man den Zug natürlich dazu zwingen, dass er auf der Hinfahrt auf diesem Gleis hält und auf der Rückfahrt auf diesem. Das geht natürlich. Das möchten wir aber nicht. Wir möchten ausschließlich dieses Gleis benutzen, denn wir warten sonst hier wieder. Ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, wir müssen diesen Wegpunkt hier auch noch wegnehmen. Die 6 entfernen. Aha, da passiert gar nichts. Dann müssen wir wohl noch einen Wegpunkt setzen. Oder wisst ihr was, wir können natürlich das Gleis hier wegnehmen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Wenn wir den Zug nicht hier auf dem Gleis haben wollen, hier rüber muss niemand. Dann nehmen wir das doch einfach weg. Man hätte jetzt natürlich auch wieder einen Wegpunkt nehmen können. Aber das geht ja auch so. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen Weiche. Das muss auch noch weichen. Die Weiche muss weichen. So, jetzt benutzt sie das Gleis 5, so wie sie das soll. Sehr schön. Gut, haben wir das erledigt. Danke für den Tipp. Das ist natürlich wirklich, denke mal, um einiges wirtschaftlicher so. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwie habe ich hier Strom vergessen bei der neuen Kreuzung. War das auch hier? Das war bei Linie 4. Das war nicht hier. Wo haben wir die Linie 4? Muss man erstmal ganz schnell hier aus dem Liniendingens raus. Dann kann ich die Linie aufrufen. Die 4. El Numero 4. Achso, ich bin wieder bei sichtbar. Moment. Nicht Linie 9. Nein, nicht die Linie 49 aufrufen. Das wollte kein Mensch. Ich wüsste nicht, warum ich das wollte. Das ist eine der Linien, die sogar Plus macht. 2,8 Millionen. Okay. Also, die Linie 4 haben wir gesucht. Jetzt mache ich die Linie 70 auf. Okay. Ja, das ging wenigstens schneller. Ich würde gerne hier drin scrollen. Ach so, da muss ich nur sichtbar wegmachen. Jetzt habe ich es. Ich habe es noch gesagt. Bringt nichts, wenn man es nur sagt. Man soll es dann ja eigentlich auch machen. Also, die 4 haben wir hier. Da wären wir eigentlich doch richtig. Okay. Ja, nee, doch nicht. War nur auch per Zufall gelb. Da haben wir die Linie 4. Jetzt irgendwo bei der neuen Kreuzung. Das wäre dann hier. Da ging der Strom vergessen anscheinend. Das werden wir ganz schnell nachkontrollieren. Oder habe ich den doch noch nachträglich gebaut? Denn bei einem kleinen Stück hieß es. Nein, hier haben wir überall Strom. Das sieht man relativ deutlich.
Ich nehme an, diese Kreuzung war gemeint. Vielleicht habe ich das irgendwie dann doch noch mal geändert und das hat man auf dem Video nicht gut gesehen. Das ist ja hier eigentlich ein Knopfdruck, um das zu machen, dass ich das instinktiv noch gemacht habe. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wir haben Strom. Also das ist kein Problem. Was wir jetzt hier aber definitiv nicht haben, ist eine Straße. Hier. Da habe ich doch tatsächlich mal wieder die Straße vergessen. Ist schon interessant. Ich neige dazu, mich immer fett auf den Gleisbau zu stürzen und dann zu sagen, ja, Straße weg, hier geht das Gleis durch, das machen wir nachher und dann machen wir es nachher eben nicht. Aber das ist halb so schlimm, dann machen wir es eben jetzt. Oder wir würden es gerne jetzt machen, da nehmen wir mal das bisschen Straße wieder weg, dann kriegen wir hier auch die Brücke rüber. Mit welcher Art Straße war das? Mit der hier, okay. Ist halt auch wieder ein bisschen ungünstiger Winkel. Machen wir einen günstigeren. Das ist wahrscheinlich zu kurz. Na, mach das Sträßchen. Das kann doch nicht so eine Übung sein. Ja, mach das Sträßchen nicht. So was Doofes. Eben, wir machen schnell. Sage ich dann jeweils. Aber so schnell geht es dann doch nicht. Jetzt haben wir es. Okay, Steinbrücke. Die Oberleitungen sind noch drunter. Das passt. Das könnte man so lassen, denke ich mir. Wir lassen es mal so. Wir möchten uns jetzt hier nicht ewig lang aufhalten mit dem Straßenbau. Da haben wir sogar Betrieb. Guck mal, hier müssen eigentlich Laster fahren. Das muss ich ganz schnell noch kontrollieren. Ich denke, da haben wir wieder das Falsche eingestellt vom Update. Denn das ist ungewöhnlich, dass hier Erz rumliegt. Was haben wir denn hier für eine Linie? Doch. Okay, die läuft einfach gut. Das ist ja auch mal schön. Aber dann lasst uns doch der Linie 11 gleich nochmal einen Laster spendieren. Wenn hier, wie viel liegt denn hier? 13. Oder kommt hier gleich einer? Nein. Also Linie 11 kriegt noch einen Laster. Sobald ich, das haben sie hier ja auch clever gebaut, sobald ich das Depot finde. Das wäre aber innerorts. Moment. Ja, genau, mit diesem Schlenker. Nein, ich wollte das so nicht bauen. Ich will doch hier nicht so eine blöde Kurve drin. So, ja, so sieht das doch schon passender aus. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, machen wir hier der Eisenbahn entlang auch noch die Straße fertig. So, dann können sie nämlich hier wieder bauen. Oh Gott, und hier können sie stehen. Das werden sie auch machen. Also, wir brauchen ein Depot. Das haben wir hier. Ne, das ist nicht das Depot. Ist noch früh morgens. Hier haben wir das Depot. Wir brauchen Erz. Güter. Was nehmen wir denn da? Nichts allzu Schnelles, denn der andere Lastwagen, den ich da gesehen habe, das ist ein ganz altes Exemplar. Eisenerz kaufen. Linie 11 war das. Wenn wir schon aufrüsten können, dann tun wir das auch. Die Linie 11 wird hier aber nicht angezeigt. War es doch nicht Linie 11? Was war es denn? Linie 2. Okay, dann lasst uns doch Linie 2 nehmen. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Die 2. Kommt die nicht nach der 1? Nicht hier. Nee. Hier ist sie. Okay. Gut, lassen wir laufen. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht groß nachgucken. Das ist einfach ein weiterer Lastwagen. Hier ist er unterwegs. Und verrichtet seine Arbeit. Beziehungsweise er wartet hier zuerst. Das heißt, hier kommt ein Zug. Das heißt, wir gucken auch schnell. Schön. Ja, hier ist natürlich die Bahnschranke auch öfters mal unten. Ganz klar. Denn hier hinten ist ein Bahnhof. Wobei, so viele Züge verkehren hier, glaube ich, nicht. Ist nicht so übel wie in gewissen anderen Städten. Da kommt aber schon der nächste. Ein Triebwagen. Auch schön. Okay, was haben wir denn noch? Ich glaube, die Linie 82 ist auch ein Sorgenkind geworden. Stand da mal noch in den Kommentaren. Ja, die Linie 82, das ist unsere schnelle... Nein, nicht unsere schnelle, unsere lange Güterzuglinie, wenn ich mich nicht komplett täusche. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Ich werde es gleich rausfinden, aber das konnte ich mir merken. Ja, doch, das sind unsere Schnellzüge. Da sehe ich eigentlich nicht, wo hier der Sorgenkind-Effekt wäre. Aber
Warum dauert das denn immer so ewig, um die Linie aufzurufen? Alles andere geht halbwegs fix. Nur das möchte nicht so wirklich. Wir chatten mal dahin. Okay, die ist hier hinten. Dann bei Weißwasser, da können wir mal gucken, wie sieht es denn mit den Zügen aus. Man müsste sie noch finden. Also ein Sorgenkind ist das nicht. Das Problem ist einfach, dass sie, glaube, die sind immer noch viel zu dicht aufeinander, die ganzen Züge. Warum fährt jetzt... Ich würde gerne anhalten. Was habe ich denn jetzt gemacht? Moment. Das ist interessant. Jetzt fährt mein Bild hier. Also die Map bewegt sich. Hallo? Einfach stehen bleiben. Wenn ich mich drehe, bewegt sich sie wieder. Was ist das denn für ein Bug? Wir versuchen es mal mit Escape. Geht nicht. Wir nehmen mal die Linie weg. Jetzt bewegt sich es gar nicht mehr. Das ist ja... Jetzt funktioniert es, glaube ich, wieder. Das war jetzt ganz interessant. Ohne dass ich was mit der Maus gemacht habe, ist das Ding rumgerast. So, ich wollte hier Züge gucken. Was soll denn das, liebe Spiel? okay, der steht schon mal. Das ist das, was ich meinte. Die hängen hier zu dicht aufeinander. Oder haben wir hier tatsächlich schon wieder irgendwie ein Problem? Dass ich die hier... Bräuchte die Linie nochmal. Ich hoffe, es fängt ja nicht gleich wieder an, sich zu bewegen, das ganze Ding. Nein. Es steht, aber der Zug fährt hier aus dem Bahnhof raus, also das passt eigentlich soweit. Eben, die sind zu dicht aufeinander, sie kommen nicht richtig voneinander los, blöd gesagt. Und deswegen haben wir hier immer mal wieder Wartezeiten. Aber es läuft, man sieht ja die Fahren. Viel mehr können sie nicht tun. Sie müssten sich mal noch ein bisschen mehr auseinander dividieren, das wäre noch hilfreich. Ah, jetzt muss der hier wieder warten oder fährt er rüber? Nein, er wartet. Weil hier hinten noch einer steht. Wir nähern uns jetzt da mal dem Bahnhof. Aber der fährt, okay. Da hinten fährt auch einer. Eben, das ist einfach, die sind nicht gut getaktet. Obwohl sie einige Bahnhöfe anlaufen. Das heißt, die müssten sich doch da eigentlich eben auseinander dividieren. Das tun sie nicht wirklich. Haben wir hier vielleicht... Wir haben hier aber auch ewig lange kein Blocksignal mehr, sehe ich gerade. Das sind zwar lange Züge, aber hier bei der Brücke kann man sicher noch ein Signal hinmachen. Vielleicht liegt es auch daran, wir haben vielleicht einfach zu wenig Blocksignale hingestellt, dass die sich gar nicht wirklich auseinander dividieren können. Jetzt muss ich mal gucken, welche Gleise waren denn das, die beiden außen. Hier machen wir es auch vor der Brücke, einfach weil es nett aussieht. So, jetzt rufe ich nochmal ganz schnell das Linienfenster auf. Doch. Die beiden äußern waren es hier, die blauen. Gut, das müsste jetzt hier hinten schon mal was bringen. Genau, der kann losdüsen. Wo haben wir denn hier? Da ist das nächste Blocksignal. Das passt hier mit der Brücke, okay. Wo haben wir hier hinten das nächste? Hier geht es einmal um die Kurve rum. Dann haben wir hier wieder welche. Okay, aber hier stehen sie. Der steht auch. Okay. Hier geht es zum Bahnhof rein. Da steht die Krokodillok. Aha, okay. Hier haben wir tatsächlich ein Problem. Was haben wir denn hier für ein Problem? Eigentlich wahrscheinlich, dass der Zug nicht auf das Gleis hier kommt. Das ist aber auch nicht so angedacht. Deswegen haben wir hier hinten mal eine weitere Weiche gemacht. Irgendwo hier hinten hat es doch eine Weiche. Ja, aber eigentlich in die falsche Richtung. Okay, wir müssen hier nochmal eine Weiche machen, damit die wirklich rüberkommen. Werden wir hier mal machen, wo die andere ist. Da machen wir aber Pause. So, darf ruhig eine gewisse Länge haben. Wo ist denn hier ein Fahrzeug im Weg? Nein! Nein! Ja, da kann ich natürlich 7-mal laufen lassen. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen ist das Fahrzeug trotzdem noch im Weg. Wenn die da stehen, dann müssen wir das anders machen. Doof. Vielleicht hier vorne. Da ist aber auch ein Fahrzeug im Weg. Hier sind irgendwie überall Fahrzeuge im Weg. Ja. Ist auch relativ klar. Gut, dann müssen wir das anders machen. Dann musst du wenden. Du hast eh keine Fracht. Keine Güter. Und wenn du da vorbei bist... Dann, ja eben, der, ich glaube die Lok möchte hier rüber, kann sie aber nicht. Sie müsste dann aber, das
stimmt doch eigentlich so weit. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Von dem Gleis hier rüber, das müsste ja gehen. Ich mache jetzt trotzdem in die andere Richtung auch noch ein Gleis. Jetzt fährt es auch wieder, aber das ist natürlich ein Problem, dass es gleich wieder auftaucht. Das, ja, da ist immer noch ein Zug im Weg. Ne, jetzt geht's. Okay. Der ist jetzt auf dem richtigen Gleis. Beziehungsweise nö, aber der fährt jetzt hier rüber. Okay, was haben wir denn jetzt an Linie eingezeichnet? Moment. Wie machen sie das jetzt? Sonst werde ich da vorne einfach die Weiche wegnehmen. Wenn sie irrtümlicherweise die benutzen. Eigentlich ja, denn die fahren immer noch hier nach vorne und wollen dann hier rüber. Was sie nicht können, beim besten Willen nicht. Wir müssten der Lok sagen, sie soll hier geradeaus fahren und dann hier rüber. Das können wir machen, indem wir mal gucken, ob das funktioniert. Neubehrend West. Nach Neubehrend West. Ich werde jetzt gegen mein... Ja, wir müssen es halt eingleisig machen. Ganz einfach. Ich werde jetzt gegen meine Gewohnheit hier mal ein Signal nehmen als Wegpunkt. Ich glaube nicht, dass wir dieses Signal hier noch wegnehmen irgendwann. Also halt die Stelle hinzufügen. Dann funktioniert gar nichts mehr. Okay. Wenn wir jetzt hier... Ich kann hier die Weiche nicht abreißen. Weil der Zug draufsteht. Das ist ja auch wieder doof. Das müsste doch eigentlich klappen, dass die Züge hier einfach zurückfahren. Via diesem Signal. Dann können sie hier dann rüber. Wo, warum funktioniert das nicht? Fragen über Fragen. Ich lasse mal schnell laufen. Mal gucken, was sie machen. Gar nichts. Immer noch keine Linie eingezeichnet. Wir nehmen das Signal mal wieder weg. Damit wir hier die Linie haben. Jetzt habe ich sie wieder weggenommen. Aber jetzt haben wir sie gleich wieder. Das geht nicht mehr so lang. Die kommen ja da rüber. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund nehmen sie automatisch. Das ist doch aber machbar. Das kann man doch hier eingleisig machen. Und dann wird hier vorne gewechselt, so wie ich das gesagt habe. Hier mit diesem... Mit dieser Weiche, wo halt der Zug gerade draufsteht. Fährt der? Oder was macht der? Doch, der fährt. Jetzt fährt der schon wieder rein. Okay, das ist natürlich doof. Du musst auch wenden. Jetzt ist er aber natürlich auf dem falschen Gleis. Das heißt, die gucken sich irgendwann an. Du musst wieder wenden und mal einen Moment anhalten. Hier muss doch noch ein Signal sein. Haben wir hier kein Signal mehr? Nein, wir haben kein Signal mehr. Okay, hier vorne haben wir erst eines. Das heißt, er haltet erst hier vorne. Okay, deswegen kann es natürlich auch nicht eingleisig sein. Kann ich das wegnehmen? Das ist ja doof. Ich kann an der Strecke irgendwie nichts machen, weil die Züge im Weg sind. Blöd, blöd, blöd. Da müsste das Signal weg. Sonst haben wir hier kein Signal mehr. Okay. Und hier hinten eben auch nicht. Das heißt, du wendest nochmal und fährst. Wo bist du denn? Das ist er hier ja nicht. Nee, du musst ja... Jetzt habe ich den falschen Zug gewendet. Okay. Den hier wenden. Was denn? Ach so, da ist immer noch Linie offen. Jetzt wird es hier langsam chaotisch. Ich möchte auch nichts abreißen. Nee, nee, nee. Ich möchte, dass der hier wendet. Und rausfährt. Jetzt ist er ja falsch. Jetzt müsst ihr doch eigentlich selber auf die Idee kommen, dass er hier rüber muss. Er benutzt aber die... Ach so, wir haben die Weiche noch nicht. Doch, wir haben die Weiche hier. Der muss jetzt hier rüber. Wenn er das macht, dann hätten wir, was wir wollen. Okay, das macht er. Und jetzt sollte von da keiner mehr kommen. Hier haben wir ja ein Signal. Warum warten die da nicht? Ah, weil wir das hier vorne haben. Das hier vorne ist komplett falsch. Wenn wir es eingleisig haben wollen, muss dieses Signal hier weg. Also das ist natürlich nicht falsch, wenn wir beide Gleise benutzen. Wir können aber nicht beide Gleise benutzen, da die Weiche hier zu nah ist und die Züge sind zu lang. Das ist das Grundproblem. Okay, wie kriege ich jetzt da dieses Ding weg?
Ich muss den Zug da wegkriegen. Mal gucken, ob er fährt, wenn hier keiner mehr kommt. Also wenn der hier weg ist, wenn jetzt hier der Nächste nicht kommt, sonst werde ich ihn... Doch, da kommt schon der Nächste. Anhalten. Okay, das klappt. Dann kann der Nächste da hinten rausfahren. Ich nehme den mal ins Fenster. Oder er könnte rausfahren, wenn der hier nicht warten müsste. Okay, ich bin einverstanden mit der Definition, beziehungsweise mit der Aussage, dass das hier auch ein Sorgenkind ist. Ja, ein bisschen ist es ein Sorgenkind. Aber das liegt daran, dass die da die falsche Weiche benutzen. So, der fährt. Ah, schön, wie es klingt. So richtig nach Güterzug. Der muss auch warten, das ist bestens, aber dafür kann der jetzt fahren. Jawohl, der kann fahren. Okay, das freut mich. Der ist hier auf Warten gestellt. Das heißt, sobald der andere hier das Signal passiert hat, kann der hier rausfahren endlich. Eigentlich. Jawohl, macht er auch. Dann können wir da das Signal wegnehmen. Dann machen wir das hier eingleisig. Gut. Gar nicht ohne eigentlich. Irgendwie. Da haben wir das Signal. Okay. Ja, das können wir so lassen. Dann warten die hier. Dann kommt hier der Zug rüber. Gut. Lag also nicht an der Weiche, die ich da zusätzlich gebaut habe, sondern schlicht und einfach am Signal. Ist natürlich, wenn der hier vorne beim Bahnhof noch ein Signal hat. Das hier. Dann kann man es nicht eingleisig machen. So. Jetzt nehmen wir hier die Weiche weg. Machen wir aber erst Pause natürlich. Haben wir hier Strom? Ja, Strom mit der alten Schiene. Mal gucken, ob ich die Weiche wieder... Ne, die wollte ich ja nicht machen. Wir machen hier... Machen wir ein Depot? Reicht das? Oder müssen wir einen Prellbock machen? Mal gucken. Doch, das reicht. Gut, okay. Dann haben wir da ein Abstellgleis. Da können wir sogar einen Zug raufstellen, da wir hier ein Depot haben. So, was ist jetzt mit der Linie passiert? Mal gucken. Na, jetzt dauert es wieder 3 Tage. Heiliges bisschen. Wenn man mal für 10 Minuten die Linie nicht aufgerufen hat, ich möchte nicht wissen, wo sie die hinsteckt, dass sie sie nicht mehr findet. Okay, jetzt haben wir es einspurig. Das ist schon mal okay. Und hier vorne geht es raus und wird hier zweispurig. Jetzt haben wir es so, wie wir es wollten. Du gehst drüber. Genau. Perfekt, jetzt müsste das auch laufen. Sonst haben wir da natürlich immer wieder einen Stau, weil sich die Züge angucken. Der kann jetzt auch fahren bis zu dem Signal da vorne. Und wenn der Zug weg ist, kann der in den Bahnhof rein. Puh, passt. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Doch, bei Linie 116, der ICE-Linie, nein, der IC-Linie, da fährt noch eine BR 143 und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 120 bei der. Die bremst die ICEs, hieß es. Das werden wir uns noch schnell angucken. Sieht cool aus hier mit den vielen Gleisen. Vor allem, wenn es eben läuft, wenn sie fahren. Was sie ja gerade zweifelsfrei tun. Also gucken wir doch nochmal schnell, bevor wir irgendwie zur anderen Linie kommen. Alleine das Geräusch von diesen Güterzügen ist einfach cool. Da kommt schon der Nächste wieder raus, die ÖBB. Cool, hier braucht es dringend noch ein paar zusätzliche Züge. Züge, die stehen. Also, wir machen mal ganz schnell Pause, gehen mal kurz zur Linie 116. War es die 116? Ja, war die 116. Die muss ein bisschen weiter oben sein. 116, 116, 116. Wahrscheinlich ist sie weiter unten. Nein, 116, hier. Okay. Ja. Draufklicken und warten. Was machen wir denn mit der BR, wenn die hier tatsächlich... Die ist drin, das weiß ich, und die fährt auch nur 120. Sollen wir die ganz rausnehmen? Denn die bremst natürlich... Halt, das ist die 113. Die bremst natürlich die ganze Linie. Wo haben wir dich denn? Hier. Wir gehen mal schnell gucken. Wartet eh gerade auf freie Wege.
Was ist das denn für eine Strecke? Da hier hinten ist Weißwasser. Kann das sein? Müsste eigentlich. Ja, steht ja hier Wegpunkt Weißwasser. Okay, halten wir hier auch oder fahren wir hier durch? Das ist, glaube ich, die... Nee, das ist doch die Strecke. Genau, wo wir Weißwasser nur durchfahren mit den schnellen Zügen. Aber ich glaube, auf der Strecke haben wir so viel Platz. Wir bremsen hier eigentlich niemanden. Man sieht ja, der steht sowieso. Nur, ja klar, irgendwann wird gebremst. Sobald sich die irgendwann eingeholt haben, bremst der Zug. Der ist eigentlich auf der falschen Linie. Ich werde den mal ins Depot schicken. Geht nicht anders. Danke für den Hinweis. Ins Depot schicken. Wartet er immer noch? Ne, jetzt fährt er wieder ein Stückchen. Moment, wir machen das einfacher. Wir haben hier ja sowieso nichts. Ach so, da muss ich jetzt aber, genau, da hätte ich fast den gleichen Fehler nochmal gemacht. Wir weisen den nochmal schnell der Linie 116 zu, damit ich da ein Depot hinstellen kann. Wenn ich es erwische, Linie 116. Ich lasse ganz kurz laufen, damit er das sozusagen wieder hat. Dann bauen wir hier ein Depot hin. Dann werden wir ihn wieder ins Depot schicken. Und dann macht er das eigentlich auch. Erst brauchen wir mal ein Gleis, bevor wir irgendwie ein Depot hinstellen wollen. Das würde dann hier rausgehen. Da hätten wir eigentlich ein Depot. Wir könnten natürlich auch... Moment, wenn wir hier rausgehen... nee, das geht mit der Kurve nicht. Würde es denn so gehen? Wäre vielleicht fast die elegantere Lösung, statt hier noch ein Depot. Wir machen es mal... Nee, das ist doof. Wir kriegen die Kurve hier nicht hin. Wir machen das so. Wir machen hier noch ein Depot hin. Vielleicht gleich daneben. Das wäre natürlich auch schön. Da müssen wir gucken, ob wir die Kurve hinkriegen. Nee, kriegen wir auch nicht hin. Auch nicht daneben. Gut, dann machen wir es eben nicht so. Dann machen wir es ganz normal. Hier raus. Depot. So eins. Bitteschön. Gut, dann kann der hier rausfahren eigentlich. Kann er das? Macht er das? Wir werden es gleich sehen. Ich nehme es mal an, dass der jetzt da hinten reinfährt. Ich mache mal schnell zu. Autosave. Ja. Gut, dann blockiert der hier nichts mehr. Jetzt mache ich ja noch ein Signal hin. Einfach weil es nett aussieht. Nicht weil wir es bräuchten. So, sieht nicht nur nett aus, ist natürlich auch nett, weil der Zug, wenn wir hier einen neuen kaufen, bis hierhin fahren kann schon mal. Okay, der geht ins Depot rein. Jetzt werden wir den gleich mal verkaufen. Wir haben zwar immer noch genug Geld, das ist kein Ding. Das ist eigentlich schade mit einem schönen Zug, aber eben, der blockiert halt wirklich. Irgendwann blockiert er hier alles. Ist ganz klar. Wir nehmen den mal weg, wir können den ja nicht auf eine Linie setzen. Auf eine andere. Denn da findet er den Weg nicht. Den müssten wir neu kaufen. Zugdepot Arzfeld. So. Hätten wir den weg. Schweren Herzens, muss ich sagen. Was machst du eigentlich hier? Auch warten. Warum wartest du so lange? Ich wollte eigentlich den Güterbahnhof da hinten noch fertig machen. Jetzt haben wir hier halt lauter Korrekturen. Tut mir ein bisschen leid. Ich muss mich... entschuldigen, aber ja, das ist halt so, ist das Leben bei Tränenfieber. Man hat dann halt auch mal eine Korrekturfolge sozusagen. Also, wo ist denn jetzt hier dein Problem, wenn es ein Problem ist? Es sieht ein bisschen danach aus. Du würdest gerne hier durchfahren, okay. Kannst das aber nicht. Warum kannst du das denn nicht? Wo wird es denn hier wieder zweigleisig? Hier hinten, aha. Hast du kein Gegensignal? Doch. Hier. Dann hat es dich wohl auch irgendwie wieder zerkringelt, als ich hier irgendwas an der Linie gebastelt habe. Wir drehen dich mal schnell. Und drehen dich wieder. Dann kannst du fahren. Also den Zaubertrick, den kenne ich jetzt langsam. Denn da war ja nicht zu sehen, was hier Problem wäre. Vor dem Signal stand keiner. Da haben wir irgendwas an der Linie gebastelt. Irgendwo in Weißwasser, würde ich mal raten, vermuten.
und das hat den aus dem Konzept gebracht. Dann dachte er sich, dann warte ich lieber mal auf Wege, bevor ich irgendwas falsch mache. Gut, schön. Zweigleisiger Bahnhof hier. Heiliges bisschen in Arzfeld. Da könnte man natürlich auch nochmal Hand anlegen. Da müssen wir hier einiges noch abreißen. Das würde gar nicht anders gehen. So, wir machen mal zu, gehen nochmal schnell nach Wettring, denn jetzt lohnt es sich beim besten Willen nicht mehr, mit dem Güterbahnhof da hinten weiterzumachen. Ich möchte hier gucken, wie es mit unseren Schnellzügen aussieht. Das müsste eigentlich vernünftig aussehen. Jetzt haben wir hier natürlich keinen. Die hängen alle auch ein bisschen zu sehr, zu dicht aufeinander. Oder steht hier einer im Bahnhof drin? Nein. Gar nichts steht hier drin. Kommt gerade einer? Nein, es kommt keiner. Wenn man die mal brauchen würde. Ich gehe mal schnell kontrollieren, denn nicht, dass die auch irgendwo aufeinander hängen. Da ist doch einer. Winkel ändern, der steht. Okay. Der wartet auf freie Wege. Der möchte nach Weißwasser. Haben wir schon wieder ein Problem. Der möchte nach Wettringen Abzweig. Okay. Welcher ist hier auf dem falschen Gleis? Der andere. Warum das? Keine Ahnung. Das ist teilweise mysteriös. Ich habe einen Kommentar gehabt, wo in der letzten, vorletzten Folge, wo man gesehen hat, wie ich das Linienfenster aufgemacht habe in Wettringen. Und dann hat es da, ohne dass ich was gemacht habe, die Linie vom einen Triebwagen geändert. Also das ist teilweise, muss ich sagen, ein bisschen mysteriös. Aber wenn du jetzt wirklich in die Richtung möchtest, welcher bist du denn? Der hier. Ich muss mal schnell... Nee, laufen lassen muss ich nicht. Ich lasse ja schon laufen. So, jetzt stimmt die Richtung wieder. Wie kommen die denn hier immer auf die falschen Gleise? Wir haben ja sogar Wegpunkte hier vorne, auf denen sie gelotst werden. Hm. Das ist natürlich doof. So stehen die andauernd irgendwie doof in der Gegend rum. Anders kann man es nicht sagen. Denn in die Richtung, lieber Zug, musst du das Gleis benutzen hier. Das müssten wir dir eigentlich auch verklickert haben, via Fahrplan. Da ist noch ein Zug. Ich bin gerade am Züge suchen. Nett. Da kommt eh gerade noch einer. Und da unten ist Weißwasser. Da haben wir gar nichts anderes mehr, wie Züge, die rumfahren. Gut, ja. Wir gehen mal noch ganz schnell zu dem Bahnhof. Das machen wir noch. Dann sind wir schon mal dort. Der müsste ja irgendwo hier hinten sein. Boah, jetzt sind wir aber hier in luftiger Höhe. Irgendwo hier hinten müsste der sein. Genau. Mal gucken, fahren sie jetzt oder stehen sie wieder? Nein, jetzt fährt. Aber sie fahren wieder alle aufeinander wahrscheinlich. Aber hier fährt gar keiner mehr. Das ist schon mal gut. Und hier unten steht einer. Nein! Warum stehst du? Ich wollte eigentlich... Die stehen alle. Okay, wir gucken nochmal schnell in die Richtung. Der ist hier im Weg. Hast du ein Signal hier? Oder warum wartest du? Vielleicht wieder ein... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wieder ein Fehler, der sich ergeben hat, weil ich vorne die Weiche abgerissen habe. Da habe ich irgendwas an der Linie verändert und ich habe das dumpfe Gefühl, die reagieren dann doch teilweise immer ein bisschen allergisch. Auf Abreißen. Hm, warum stehst du? Das leuchtet mir nun nicht ganz ein. Hier vorne ist ja... kein Signal. Das ist ja ganz interessant. Bitte wende nochmal. Ach so, falsche Richtung. Okay, alles klar. Du musst in die Richtung. Dann ist der hier, aber wenn er in die Richtung will, auch falsch. Die sind alle ein bisschen falsch. Okay, dann haben wir es gewendet. Jetzt müsste sich das aber irgendwie wieder richtig einpendeln hier vorne beim Bahnhof, nachdem wir hier alles geändert haben. Das ist immer noch sozusagen richtig eingeteilt. Die fahren hier rein, kommen hier eingleisig wieder raus. Und wechseln dann hier auf dieses Gleis. Doch, jetzt müsste es passen. Ich denke, dass die jetzt falsch standen. Das war wirklich nochmal so ein Nachfolgefehler, weil die wieder nicht mehr wussten, was sie tun sollen, wenn man ihnen hier den Fahrplan ändert. Das sind alte Züge, die haben es nicht so mit, mit Erinnerung. Ja, liebe Leute, gut, wir machen in der nächsten Folge
den Bahnhofs, Güterbahnhofs Umbau, nicht Umbau, sondern Zubau sozusagen. Da müssen wir zubauen. Umgebaut haben wir da schon. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.